So Leute, herzlich willkommen zurück zu Tekken. Jetzt Ganryu, der letzte Charakter hier. Dann gucken wir mal, wie lange wir für ihn brauchen. Wahrscheinlich lange. Weil ich mit ihm eigentlich gar nicht wirklich kämpfen kann. Und wenn ich gar nicht sage, dann heißt es überhaupt nicht. Leider. Leider heißt das. Echt jetzt? Das ist halt nur ein Block. Final perfect. You win. Final round. Fight. Cool. Ach ja. Wow, der macht aber auch die Angriffe wirklich sehr getimed. Er hat ja zwei Tritte gemacht, so, und da kann man nicht viel machen dann. Danke. So, Stage 5. Gleich aufs Maul, ey. Geil! Da konnte man jetzt auch gerade voll viel noch machen. Mist. Das Rennen funktioniert bei dem Spiel halt eher weniger. Also bei mir funktioniert das nicht so. Falls sie treten. Ja, mit Ganryu wird es ein bisschen länger dauern. Aber wir haben jetzt Zeit. Haben wir eigentlich nicht, aber die Zeit müssen wir uns nehmen. Danke. Hey, jetzt darf uns Kazuya ja richtig aufs Maul hauen. Final round. Fight.
Dann müssten wir ja gegen Hayashi eigentlich in Kyoto kämpfen, oder nicht, ne? Da haben wir schon in Kyoto gekämpft. Ja gut. Es kommt ja jetzt noch. Wir müssen erstmal Nina besiegen und dann kommt noch Yoshimitsu, genau, Yoshimitsu kommt. Genau. Ich finde es aber immer noch schade, dass die einfach keinen Film haben, diese Charaktere. Finde ich nicht gut. Bin ich ganz ehrlich, bin ich nicht für. Bin ich leider überhaupt nicht für. Boah. Das war ein Risikoangriff, Alter. Fight. Gut, Yoshimitsu hat uns, glaube ich, noch nicht so richtig immer vermöbelt. Wird auch nicht passieren. Ich glaub, einmal hat er uns ganz kurz schon vermöbelt, ja. Schade. Ich hatte gerade echt Hoffnung. Boah, geil. Erstes Mal Hayashi besiegen. Beim ersten Mal. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Cool, diesen Tritt kommt, diese Kombo hat er noch nie eingesetzt. So auf dem Boden waren halt. Gut, hat er jetzt Pech gehabt, auch dass es nicht getroffen hat, sondern. Na schade. Fight.
Wow, der hat aber auch einen keine Chance gegeben, ey, richtig. Am Anfang halt ein bisschen, das ist schön, aber das war's dann auch schon, ne? Das war dann große Chance geben. Fand ich jetzt gerade cool, dass der, dass ich angerannt kam, aber na, er hat halt sehr gut getimed den letzten Tritt. Er kann es nicht machen, du tretest und genau in dem Moment, wo mein, wo das Bein wieder zurückzieht, hat er getreten, so, ne? Da kannst du dann auch nicht blocken. Also die Gegner können das irgendwie, wie auch immer das funktioniert. Also ich kann es jedenfalls nicht. Ich sage ja, es klappt ja. Irgendwann machen die halt einen Fehler, dass du es schaffst. Dauert halt nur. Na, schade. Na. Eigentlich hätte mein Schlag vorher kommen müssen, aber naja. Wenn man so eine Kombo macht wie Hayachi, ja, ist egal. Der hat ja immer Vorrang. Oder hat immer Priorität. Scheint heute, dass Hayachi keine Lust hat, Fehler zu machen. Na ja, gut. Solange wir jetzt nicht eine Stunde brauchen, dass der weggeht endlich. Oh, das wär bitter. Eine Stunde. Hm.
Ja gut, was willst du da machen so? Ja, war schneller als ich gerade, sonst vielleicht wäre. Ja, eigentlich habe ich ihn gepackt, aber man sieht ja irgendwie Priorität Hayachi. Schade. Geh doch noch weiter weg, Alter. Ernsthaft mal. Was sollen wir denn machen, wenn er die ganze Zeit wegrennt? Und dann campt er noch, ey. Erstmal rennt er weg, wie ein bekloppter Irre. Und dann campt er. Oh, kannst du nicht machen, ey. Wieder der Hieb, dieser Hieb mal wieder. Dieser Hieb mal wieder, der das Spiel wieder entschieden hat, ey. Schade, aber wir hätten es ja fast geschafft gerade, ne? Ja, wir wollten packen. Ich will ihn packen, weil alles andere hätte ihm nichts gebracht. Er war ja immer im Duckzustand. Als ob wir ihn entbesiegt haben, ey. Oh, geil. So, kein Charakter. Naja, kein Film. Jetzt gucken wir mal, ob wir jetzt noch einen Charakter bekommen. Oder ob es das ist, war's. Weil eigentlich. Wir haben ja mit jedem durchgespielt. Aber wir kriegen leider kein Hayachi. Aber Hayachi ist doch eigentlich ein spielbarer Charakter, oder nicht? Glaube ich jedenfalls. Ich gucke mal nach im Internet. Weil eigentlich. Müssten wir ihn freischalten. Okay. Sieht gerade so aus, dass das für mich komplett unmöglich ist.
Okay, also Hayachi kriegen wir. Also wir müssen unter 5 Minuten 30 spielen. Und wir dürfen kein Continue bekommen. Ja gut, Leute. Das krieg ich nicht hin. Wir haben es ja gesehen. Ich bin ja überhaupt nicht gut. Und wir dürfen halt kein einziges Mal sterben. Das funktioniert nicht. So gut bin ich in dem Spiel leider gar nicht. Ja gut, Leute. Das war's dann leider mit Tekken. Tut mir leid. Also man kann hier anscheinend Heihachi und Devil Kazuya bekommen. Ja. Wie man Devil Kazuya bekommt, keine Ahnung, entweder mit einem Game Shark oder so. Ja. Wie gesagt, und Hayachi bekommt man nur mit 5 Minuten 30 und darf keinen. Ja, man darf halt keinen Dings haben. Na gut, Leute, das war's soweit von mir. Wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, was auch immer ich machen werde. Und dann sage ich, Leute, habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal, wenn es Tekken heißt oder zu irgendeinem anderen Let's Play. Also dann, haut raus und ciao.